Morgen. Sorry, ich bin schon total im Gedanken. Ich bin voll in meinem Raum, mich jetzt hier irgendwie ja, künstlerisch auszutoben. Fange ich einfach an und mache erstmal das Werkzeug nass. Es ist sehr warm heute und ja, es tropft hier auf die Leinwand. Das sollte gar nicht passieren. Ich hatte mir nämlich überlegt, hier ist noch ein Puzzle, erstmal mit der Kreide anzufangen und rumzukrickeln, und plötzlich kam mir der Gedanke, doch nochmal diese Vögel aufzuzeichnen. Und das ist ganz schön mit dem Wassertropfen jetzt, weil da gibt die Kohle die Farbe unterschiedlich ab. Es macht Spaß. Und ich krickel jetzt hier so ein bisschen rum, probiere aus, und das ist immer ein toller Moment, das auch zu tun. Jetzt arbeite ich gleich mit Farbe weiter. Zack, rauf da. Wow, oder? Ja, der eigenen Intuition zu folgen, das ist immer etwas, was ich liebe und was ich praktiziere. Und genau das jetzt hier, zu beobachten und zu schauen, was entsteht, das ist einfach so wertvoll. Lassen wir es mal laufen hier. Ja, es ist schön. Also da entsteht wieder ganz viel Neues. Du löst jedes Mal wieder das gerade Gemachte auf. Und das ist schön, um dann einfach wieder weiterzumachen. Hier probiere ich jetzt einfach nochmal. Ich weiß nicht, aber die haben es mir heute angetan. Ja, wenn du krickeln willst, krickel auch einfach mal mit der Hand, die du sonst nicht verwendest. Das macht auch Spaß. Gibt wieder ganz neue Formen. Ich habe meine Paste hier. Die ist noch übrig. Die ist ein bisschen eingefärbt, ganz leicht. Wow, wie so Zeichen, also wie drauf gemalt mit diesen kleinen Schatten darunter. Wie witzig. Und just in dem Moment kam ein kleiner Windstoß und ja, ist ein klein bisschen Gold, Blattgold mit auf die Leinwand geflogen, hier links. Wie ein ja, I-Tüpfelchen in diesen kalligraphischen Formen. Ja, das Werkzeug kennst du. Das nehme ich jetzt hier einfach. Ich schreibe dir auch wieder alles unter das Video. Guck einfach unter das Video. Aber es ist halt auch immer gut, mehrere Werkzeuge tatsächlich hier einfach liegen zu haben, damit du dann auch einfach zugreifen kannst. Ich nehme noch mal die Form auf ein bisschen. So ein kleiner Zwiespalt. Eigentlich will ich abstrakt und gar nicht gegenständlich, aber ich kombiniere das auch sehr gerne immer wieder miteinander und lasse dadurch ja auch neue Möglichkeiten zu. Das soll jetzt eh ein bisschen trocknen, also mach dein Werkzeug gleich sauber. Kannst das auch ruhig in ein Tuch wischen dann und beiseite legen. Ja, es sind schöne Linien entstanden und die finde ich gerade ganz schön. Das Ganze soll jetzt leicht antrocknen. Ich lege das gleich mal kurz in die Sonne und mische mir dann noch eine Farbe an. Also irgendwie haben die Vögel, Kraniche, mir es irgendwie angetan, warum auch immer. Aber so ist das mit der Intuition. Die leitet einen dann schon. Ja, der Kopf mischt sich immer ein. Nein, kein Motiv, kein Motiv. Deswegen drehe ich gerade die Fläche, damit ich das nicht mehr sehe. Ja, es ist ja schon angetrocknet. Die Linien sind noch ganz schön nass, aber ich fange jetzt einfach an.
Ich wäre jetzt in meinem Malspaß. Es ist auch voll schön, mit dem Blau jetzt hier so zu arbeiten. Es ist wie so ein See, der gerade für eine nette Abkühlung sorgt. Also auch das Blau ist total schön, finde ich. So, ich gehe nochmal raus. Das kennst du, das ist auch im Kanal. Es inspiriert mich auch immer wieder. Ich stelle mir das auch einfach immer nur mal hin. Und ja, ich lege es in die Sonne, es scheint nämlich gerade die Sonne, ist immer wieder bewölkt heute, aber die Sonne scheint, ich lege es in die Sonne und lasse es einfach trocknen. Mal sehen, was passiert, auch mit der Farbe jetzt, schauen wir mal, wie das abtrocknet. Jetzt ist es schon ganz gut trocken und die Farbe ist so geblieben, also ich hätte gedacht, die wird noch ein bisschen blasser, aber sie ist sehr schön satt. Also ich arbeite heute ziemlich schnell weiter und es ist halt alles noch nicht richtig trocken, aber es macht nichts. Ich nehme jetzt hier nochmal ein Weiß und mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Jetzt spazieren gehst, dann siehst du überall die Lindenblüten auf dem Boden liegen und ja, die haben eine tolle Farbe. Das ist jetzt für mich hier definitiv die Farbe, die dazu passt. Weg aufhören. Ja, so lasse ich das jetzt. Gefällt mir sehr gut, hat viel, viel Spaß gemacht. Es
es war auch immer wieder so, wow, ja, voll im Flow sein, voll in seiner Inspiration sein. Und dann kam doch der Kopf, weil ich kein Motiv haben wollte. Und doch wollte dieses Motiv unbedingt mit auf die Fläche. Also ja, so ist das. Aber es war sehr, sehr schön. Hat mir viel Spaß gemacht. Und schön, dass du zugeschaut hast. Bis hierhin. Dankeschön. Jetzt habe ich alle Werkzeuge sauber gemacht, das Licht ausgemacht. Und ja, es bewölkt sich sehr und wollte nochmal die Farben auch ohne Licht sehen und im Dunklen mehr. Und ja, es gefällt mir sehr gut. Also auch jetzt nochmal so, sich das zu betrachten, ohne es zu bewerten. Also wirklich nur auch dieses Feeling zu spüren und auf sich wirken zu lassen. Das ja, ist nochmal ein schöner Moment. Dem Thema Intuition, ja, da schreibe ich auch immer mal wieder was auf meinem Blog. Also da kannst du gerne auch nochmal raufschauen. Und ja, ansonsten danke fürs Zuschauen. Genieße ja den Moment und lass dich auch einfach mal von deiner Intuition leiten. Wie du siehst, kann da gar nicht schief gehen. Also viel Spaß beim Malen. Schön, dass du da bist. Danke für dein Like. Vielen, vielen Dank, dass du das Video likest. Dankeschön. Und ja, hab einen ganz schönen Sonntag. Mach's gut. Tschüss. Du kannst mal auf Seite 94 schauen. Da ist ein Bild drin, das ist mit einer kleinen Gravur bearbeitet. Also da guck noch mal rein. Vielleicht kannst du tolle Kombinationen damit erstellen, mit diesem Video und dem Werk. Also kombiniere ruhig und hab einfach Spaß. Schau auch auf meinem Blog, da schreibe ich jetzt immer wieder mal auch was Interessantes rein und vielleicht entdeckst du neue und andere Möglichkeiten auch da. Viel Spaß mit all dem und herzlichen Dank für dein Abo. Vielen, vielen Dank dafür. Danke für deinen lieben Kommentar. Ich freue mich immer voll. Ihr seid so toll. Echt, ich fühle mich hier so wohl dadurch. Also vielen Dank dafür. Und ja, danke auch für dein Like. Hab einen schönen Sonntag. Mach's gut. Tschüss.